nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei timetodo.ch. Ich hoffe, Ihr Tag war angenehm. Sie sitzen entspannt vor dem Fernsehen oder zu Hause vor Ihrem Computer. Wir sind gerade am Arbeiten daran, dass unser Livestream so optimiert wird, dass bis zu 40.000 Menschen weltweit gleichzeitig darin schauen können. Ein Unternehmen ist auf uns zugekommen, weil ich das öfter gesagt habe, und hat mir angeboten, uns da reinzunehmen. Darüber erfahren Sie in Kürze auch mehr. Auch wie eventuell Sie als Zuschauer bei einer Veranstaltung das nutzen können, um Ihren Vortrag, Ihre Präsentation, Ihre Veranstaltung, Ihre Hochzeit, Ihre Feier, was auch immer, live ins Internet zu streamen. Man denkt immer, das wäre sehr teuer. Die Technologie kommt uns da entgegen. So teuer ist das gar nicht mehr. Aber es gibt vielen Menschen die Möglichkeit, die kein Fernsehgerät besitzen oder außerhalb der Schweiz wohnen, die Sendung live zu schauen. Das zum Ersten. Zum Zweiten muss ich sagen, habe ich im Handel die neue Ausgabe der Zeitschrift Raum und Zeit gefunden, wenn die Kamera da mal etwas näher hinfährt. Da kann ich wiederum nur empfehlen, kaufen Sie sich diese Zeitschrift. Das ist eine tolle Geschichte, denn Sie haben dort die Informationen drin, die Ihnen vom Mainstream in der Masse vorenthalten werden. Wir lassen mal die Kameraeinstellung. Ich zeige ein paar Dinge. Eines der Dinge, was mich natürlich sehr freut, ist, wenn Sie hier unten hinschauen, geht es noch ein bisschen näher. Ja, wunderbar. Man sieht es, hier ist zum ersten Mal das Time-to-Do-Fernsehbild zu einer Sendung, die wir hatten, in der Zeitschrift von Raum und Zeit abgedruckt. Aber was noch viel interessanter ist, passend zu unserem Sendethema heute, freie Energie, freie Menschen, freie Welt, der dritte Part. Wenn Sie sich besser informieren wollen, zeige ich Ihnen noch etwas. Hier gibt es eine Sonderbeilage freie Energie. Die können Sie bei Raum und Zeit bestellen. Wir werden diese Information auch auf unsere Website stellen. Ein dickes Heft mittlerweile für um die 38 Euro mit vielen Berichten drin über, wie viel hatte es, 178 Seiten über freie Energie, über die Anwendung Raumenergie, Nullpunktenergie, alle diese Systeme, die es bereits gibt, die fertig entwickelt sind, die nur noch warten, bis ein paar mutige Menschen, mutige Politiker und Unternehmer sich daran machen, dies den Menschen zugänglich zu machen. Aber, wie gesagt, das würde allein vielleicht nicht den gewünschten Erfolg bringen, denn es würde andere Menschen wiederum arbeitslos machen. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, wir müssen hingehen und müssen unsere gesamten Systeme überdenken. Dankeschön an Raum und Zeit, und ich bewundere Ihr Magazin, bin ein eifriger Leser und werde in Kürze noch einmal mit einem Vorschlag auf Sie zukommen. Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Das Thema freie Energie hat auch eine große Resonanz hervorgerufen, was mich sehr gefreut hat, denn es geht mir darum, Sie zu Hause zu informieren, was mittlerweile bereits alles möglich ist. Und ich frage mich immer wieder, warum haben wir es nicht, warum nutzen wir es nicht? In den Mails, die ich bekommen habe von Menschen, die sich damit beschäftigen, waren auch immer Sätze drin, wie man wird behindert, man versucht uns aufzuhalten, man will mich fertig machen. Das ist natürlich nicht schön, aber es ist in dieser profitorientierten Gesellschaft oft ein Punkt, der dazu führt, das Alte mit aller Kraft festzuhalten, obwohl das Neue viel, viel besser ist und wir viel mehr Dinge erreichen könnten, wenn wir hingehen und die neuen Systeme nutzen. Wir reden von CO2,
Klimawandel, CO2, Aufheizen der Atmosphäre, Umweltverschmutzung und so weiter. Wenn Sie vor kurzem Ihre Nachrichten verfolgt haben, haben Sie gesehen, dass zum Beispiel Peking unter einer Smogglocke erstickt ist, dass Feinstaubwerte 40 Mal so hoch waren, wie sie das Gesetz in China zulässt. Und das ist schon wesentlich höher wie bei uns in Europa. Und dann gehe ich immer hin, wenn ich so etwas sehe und sage den Menschen, jetzt überlegt einmal, was da gerade in diesen sogenannten Schwellenländern passiert. In China werden jeden Tag mehr Dreckschleudern im Verkehr zugelassen, als in der Schweiz sich Autos bewegen. Oder in Indien. Und da reden wir von Klimaschutz. Das sind immer diese Staaten, Amerika eingeschlossen, die weitere Klimaprotokolle verhindern, die einen Ausstoß nicht reduzieren wollen, weil sie am profitorientierten System festhalten. Fangen Sie nicht an, sich darüber Kopfzerbrechen zu machen. Wir sollen uns den Kopf darüber zerbrechen, wie wir die Dinge ändern können, wie wir anfangen können, diese Systeme zu nutzen. Eine E-Mail, die ich erhalten habe, möchte ich Ihnen zeigen, besser gesagt zwei, die eine nur den Anhang. Mir hat geschrieben der Ingenieur M., sage ich jetzt mal, er schreibt: Sehr geehrter Herr Brakenwagen, zuerst meine volle Bewunderung, dass Sie sich mit dem Thema der Zukunft freier Energie im TV beschäftigen. Ich habe den Link zur Sendung durch einen meiner Techniker enthalten. Die Mainstream-Medien meiden dieses Thema, da sie nicht mehr frei handeln, Systemsoldaten sind, wie sie diese Menschentypen gerne bezeichnen. Im Gegenteil, sie unterdrücken und verunglimpfen es, wo es nur möglich ist. Ich habe 27 Jahre Erfahrung damit gesammelt. Warum dies so ist, erfährt man in den brillanten Doku-Movie Tribe in YouTube von dem Wissenschaftler Gamble Forster, mit dem ich in Kontakt stehe und der uns heuer in Österreich besuchen wird. Wer ist uns? Mein Name ist Wilhelm M. www. Auch diese Adresse finden Sie dann unter unserem YouTube-Beitrag oder auf unserer Seite, wo Sie die Sendungen sehen. www.aquapol.at. Als auch der Präsident, der die E-Mail bitte einblenden, der österreichischen Vereinigung für Raumenergie, ÖKV. Also der Ingenieur Wilhelm M. ist auch in diesem Thema involviert. Als Erfinder, Forscher, Unternehmen weiß ich nun aus 27 Jahren Erfahrung zu gut, wie man unterdrückt werden kann. Dem entgegne ich mit der Einstellung Blühe und Gedeihe, wie sie aus dem Jahresrückblick der Presseaussendung herauslesen können, habe ich als Beilage bekommen. Ich habe 1983 einen neuartigen Generator entwickelt, der ohne Strom Batterien ein ganzes Gebäude von der aufsteigenden Feuchte befreien kann. Und wir haben es schon über 49.000-fach in Europa und Südafrika zur Anwendung gebracht. Sie können es vielleicht auch im Buch Freie Energie von Jamie Manning lesen, welches Sie kurz bei Ihrer tollen Sendung vorgestellt haben. www.aquapool.at. Wenn Jane Manning recht hat, dann ist Aquapool momentan die einzige fortgeschrittene Raumenergietechnologie, welche die für friedliche Zwecke eingesetzt wird. Interview in Holland bei der BEM-Vereinigung in Hilversum. Link könnte ich Ihnen bald zusenden. Film wird nächste Woche in YouTube sein. Als Präsident der ÖVR setze ich mich dafür ein, dass die Raumenergie popularisiert wird. Und so produzieren wir 2012 nach der größten OVR-Tagung der ÖVR-Geschichte einen Kurzfilm mit Professor Tutor, dessen letzten Artikel Sie auch veröffentlichten. Der Film war in YouTube mit 11.000 Klicks an dritter Stelle. Wir mussten ihn jedoch wegen einer rechtlichen Angelegenheit korrigieren und neu aufspielen. Sie finden ihn auf der ersten Seite von www.oevr.at. Auch einen populärwissenschaftlichen Fachartikel von Professor Tutor, den Aquapol inkludiert, finden Sie im Link. Auch diesen Link blenden wir ein.
Wenn Sie meine Hilfe brauchen, setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung. Es ist mein Lebensziel geworden, die freie Energie weltweit bekannter zu machen, und ich arbeite täglich daran, indem zum Beispiel ich ein funktionierendes RE-System vorantreibe und einiges mehr. Mit freundlichen Grüßen, Ingenieur Wolfgang M. Ja, liebe Zuschauer, das ist zum Beispiel eine der Mails, die ich erhalten habe, die sich damit beschäftigen. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und Ihnen hier live eines dieser Systeme präsentieren. In Kürze werde ich Ihnen mehr dazu sagen, was wir machen können, was heute möglich ist, ohne dass wir Strom verbrauchen müssen, unser Haus, unsere Antriebe, vielleicht unser Heizsystem oder in industrieller Nutzung einiges uns da zu holen von diesem Potenzial, was immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. In der Folge auch noch einen ganz tollen Bericht, den mir ein anderer, wundersamer Mensch zugeschickt hat, den ich auch sehr bewundere, und zwar Professor Dr. H.C. Josef Gruber, Ehrenpräsident der Deutschen Vereinigung für Raumenergie e.V. Er hat mir eine sehr tolle Mail geschrieben, aber auch diese Links, die Sie hier oben sehen, werden wir einstellen. Er schreibt: 3.9.2012, das PDF war an die Mail angehängt. Neue Hoffnung für unsere Erde, Raumenergie-Zeitalter und ein neuer Kontativzyklus. Zusammenfassung: Die Raumenergietechnik RET nutzt die bisherige ungenutzte erneuerbare Raumenergie. Sie ist überall, immer und in praktisch unbegrenzter Menge verfügbar. RET ist der vorteilhafteste Weg zur Nachhaltigkeit der Energieversorgung weltweit. Der weit verbreitetste Einsatz von RET, das heißt der Raumenergiezeitalters, kann bald, man kann sagen 2012, beginnen. Dies wird wie schon bei früheren technischen Revolutionen zu einem neuen Kontrativzyklus führen. Das heißt, in einem längerfristigen Wirtschaftsaufschwung, dadurch können viele Länder beschleunigt aus der derzeitigen Wirtschaftskrise herauskommen. Wir gehen einmal weiter runter. Ich möchte Ihnen nicht diese sehr lange Mail, die ganz toll die ganzen Systematiken, hier wird die Entwicklungsgeschichte der freien Energie und einzelner Antriebsverfahren beschrieben. Gibt es bereits funktionierende Geräte, die die Raumenergie nutzen, in einer für Anwender erforderlichen Größe, in großer Stückzahl? Eine Antwort auf diese Frage erfordert viel begleitende Information. Etwas von dieser Information gebe ich hier. Sehr viel weitere Informationen finden Sie in den Anhängen. Auch das können Sie gern auf der Homepage lesen. Hat jemand keine Homepage, dann kann er gerne mich anschreiben. Ich schicke ihm gerne diesen Ausdruck zu. Wo ich noch darauf hinweisen will, sind die vielen Links darin, die Konferenzen, die abgehalten werden, die Professoren und Doktoren und Fachleute, die sich damit beschäftigen. Hier Zeitschriften, Sie sehen ganz oben Raum und Zeit, dann die Anschrift des Ehlers Verlages, das Heft Matrix 2000, Magazin 2000 Plus, Nexus Magazin, Mysteries und viele mehr, die sich damit beschäftigt haben. Dann das ganze Organisationsspektrum, und was mich besonders begeistert hat, ist, es gibt auch hier in der Schweiz, Sie sehen es hier, Schweizerische Vereinigung für Raumenergie, Präsident, Diplom-Ingenieur Adolf Schneider, und Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für freie Energie, Präsident, Diplom-Mathematikerin Elisabeth Lehmann. Also, liebe Zuschauer, Sie sehen, es ist keine Fantasterei und es ist auch keine Spinnerei. Das sind Menschen, die sich mit Systemen beschäftigen, die nicht nur ein Problem lösen, und zwar das fortwährende Energieproblem. Wir hatten Ihnen in einer der vorhergehenden Sendungen schon gesagt, stellen Sie sich vor,
irgendwo im Urwald, in der Wüste, im Gebirge, im Himalaya, was auch immer, oder in den Weiten der russischen Tundra, in Südamerika, in diesen ganzen Gebieten, wo es schwierig ist, mit Leitungen Elektrizität hinzubringen. Dort könnten die Menschen mit solchen Maschinen problemlos ihre Energie für Licht, für Kühlung, für Heizung, für den Antrieb von Maschinen nutzen, ohne die Umwelt zu verschmutzen und natürlich zu wesentlich geringeren Kosten, wie das im Moment möglich ist. Diese Menschen und viele mehr beschäftigen sich damit, mit dieser Thematik. Wie gesagt, das PDF hat ewig viele Seiten, auch die ganzen Anhänge, wo die ganzen Bücher aufgeführt sind, die sie über die freie Energie informieren. Der Herr Professor Gruber hat sich viel Arbeit gemacht, dieses komplexe Werk zusammenzustellen. Sie haben die Möglichkeit, sich dort zu informieren. Nochmals von hier aus meinen ganz herzlichen Dank an ihn. Ich hoffe, wenn er demnächst in die Schweiz kommt, er sich einmal bei mir meldet, dass wir mit ihm im Studio live sprechen können. Ich habe ihn auch immer wieder Dinge gezeigt, die in diese Richtung gehen. Wir haben die Sendung heute mit dem Thema versehen, der Magnetmotor. Der Magnetmotor ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip, und wenn Sie bedenken, dass für Zentrifugen, die im Bereich der Nukleartechnik eingesetzt werden, unglaublich starke Magnete verfügbar sein müssen, dann wissen Sie auch, wie schwer die zu beschaffen sind und auch von Seiten dieser Fabriken, die oft im Hintergrund staatlich dominiert werden, ist es sehr schwer, solche Magnete zu bekommen. Denn diese Magnete sind einfach die Voraussetzung, dass diese Maschinen hohen Leistungen erzeugen können und somit eine unglaubliche Kraft entwickeln können, die bei uns auch in jedem Haushalt das Stromproblem lösen könnten. Stellen Sie sich vor, in Ihrem Wochenendhaus steht so ein kleines Maschinchen, was Sie von zu Hause mitnehmen. Sie stellen es auf, schließen die Kabel an, dass der Strom abgeleitet werden kann in Ihren Kühlschrank, in Ihre Beleuchtung, in Ihr Klimagerät, in was auch immer, oder in Ihren Fernseher, in Ihre Satellitenanlage, was Ihnen beliebt, in Ihrem Wochenendhaus, in Ihrem Ferienhaus, vielleicht weit ab von der Zivilisation, denn man will auch mal seine Ruhe haben, und wenn man die haben will, warum soll man nicht ein gekühltes Getränk genießen, warum soll man nicht da die Energie verwenden, die frei verfügbar für uns alle da ist. Ich habe mich da im Internet umgesehen, und wenn Sie das nachvollziehen wollen, liebe Zuschauer, machen Sie doch einfach eines, Sie gehen auf YouTube, geben dort ein Magnetmotor, Magnetgenerator, dann finden Sie Hunderte, ja Hunderte, gar Tausende von Seiten, wo Sie bereits die ganzen Forschungsergebnisse sehen können. Einige habe ich mir hier herausgegriffen, um Ihnen das einmal zu zeigen. Sie ziehen sich durch die ganze Welt. Nicht nur, dass in Europa, in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Österreich daran gearbeitet wird, nein, in Südkorea, in Russland, in der Türkei, in Amerika, überall gibt es bereits Forscher, die diese Systeme erfunden, die diese Systeme umgesetzt und die sogar so weit sind, dass sie in Serie hergestellt werden können. Doch, wie es auf der anderen Seite ist, immer wieder spielt das liebe Geld eine Rolle, dass die Dinge nicht zu den Menschen kommen, die zum Nutzen wären, sondern nur die Dinge zu den Menschen kommen, die zum Profit geeignet sind. Ich möchte einmal beginnen mit einer Präsentation. Ich schaue gerade einmal, noch nicht einblenden, ob das Richtige ist. Jawohl, da wollen wir beginnen. Wenn die Regie das bitte einblendet. Für eine Demonstration von einer möglichen Form von freier Energie. Nieuwsgierig zijn. En die willen allemaal wonderen wel eens aanschouwen. Is het niet zo? Okay. Zet maar weer op nulpunt. Ja. Het staat mooi op het plaatje hoor. Allemaal mensen. Ik moet reppen als ik techneuten.
Sagt mir wann. So, liebe Zuschauer, ich habe den Ton dieses Beitrages abgeschaltet. Er ist in Englisch, teilweise in Holländisch. Hier sehen Sie jetzt einen Entwickler von der holländischen Universität. Hier links unten, da wo ich gerade mit dem Mauszeiger drumherum fahre, steht dieser Magnetmotor. Sie sehen, er steht auf Zeitungspapier auf diesem Tisch, das natürlich gezeigt wird, dass auch von unten keine Kabel hineingehen. Dieser Motor ist bereits sehr leistungsstark. Ich gehe einmal ein Stückchen nach vorne. Jetzt sehen Sie, wie er den Motor gleich einschaltet, um zu zeigen, dass dieses System funktioniert. Es beginnt mit einem Rattern. Achten Sie hier vorne auf den Propeller. Er beginnt sich gleich ganz schnell zu drehen. Sie sehen in einer Geschwindigkeit, dass er dieses Papier hier unten bereits zum Schwingen bringt. Jetzt nimmt er es gleich hoch. Das sehen Sie auch dann wieder, dass nichts darunter steht, und zieht das Papier heraus. Alle diese Menschen drumherum beobachten das sehr genau. Der Herr, der hier gerade spricht, sagt, man solle zeigen, in welcher Zeit er welche Kraft entwickelt. Ich gehe noch einmal ein Stückchen weiter nach vorne. Hier wird jetzt auch der Motor einmal gedreht, dass die Herren, Sie sehen, wie hier das Papier flattert, auch etwas davon mitbekommen. Und jetzt wird gezeigt an diesem System, welche Leistungsfähigkeiten da herrscht. Das nur ein Teil, das ist wie gesagt dieser Herr Yildiz aus der Türkei, der dieses funktionierende Magnetmotorensystem entwickelt hat. Da brechen wir das einmal ab. Eines der Beispiele, das wurde an einer holländischen Universität vorgestellt, vor Studenten, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ich erinnere auch wieder im Zusammenhang an die Keshe Foundation, die in anderer Art, es gibt ja nicht nur um freie Energie, muss man sagen, ist der Oberbegriff für Systeme, die entweder durch Energie, elektrische Energie, herkömmliche Energie gespeist werden, aber mehr Energie abgeben, als sie aufnehmen. Das ist die eine Art. Das zweite ist das, was Professor Turtur uns darstellt. Das ist die Thematik der Raumenergie. Hier geht es um eine Energie, die einfach im Äther, die um uns herum permanent vorhanden ist. Es gibt noch andere Energieformen, zum Beispiel der Magnetmotor benötigt keinen eigenen Strom. Durch die Anordnung der Magnete wird ein Magnet auf dieser und auf dieser Seite so angeordnet, dass sie sich gegenseitig anziehen und abstoßen. Auch da gibt es einen Link, wo Professor Turtur dieses Funktionsprinzip des Magnetmotors in einem Video, ich glaube von 15 Minuten, jedem erklärt. Jeder Schüler kann das verstehen, wie das funktioniert. Wir haben noch 6 andere Beiträge, wo ich Ihnen das zeige. Zum Beispiel in Südkorea wurde ein Magnetmotor vorgestellt, der 300 PS leistet. Es gibt bereits verfügbare Systeme, die über 10.000 Volt an Spannung generieren. Das heißt, mit diesen Systemen, die da sind, keine Umweltverschmutzung, keine Energieverbrauch von bestehenden Kraftwerken, die mit Kohle, mit Gas oder sogar mit Kernenergie betrieben werden. Ich lasse absichtlich wasserbetriebene Kraftwerke hier außen vor, weil das ist eine umweltverträgliche Geschichte, die natürlich wesentlich teurer in der Herstellung ist als ein Magnetmotor, der 3 bis 4 Kilowatt Leistung bringt. Das ist die Durchschnittsleistung zum Beispiel, die es Ihnen möglich macht, in einem Einfamilienhaus all diese Gerätschaften zu betreiben, die man im Durchschnitt betreibt. Man muss schauen, dass Spitzenleistungen, wenn der Backofen und ein Heizgerät, vielleicht ein weiteres Gerät in der Küche an ist, die Kaffeemaschine gleichzeitig läuft und die Lichter an sind und vielleicht die Waschmaschine noch gleichzeitig läuft, dass man da Spitzen abfangen kann. Aber mit 3,4 bis 4 Kilowatt Watt, muss ich sonst sagen, ist das schon heute möglich.
Diese Systeme machen natürlich die Menschen autark. Habe ich Energie kostenfrei zur Verfügung, mit Ausnahme natürlich des Anschaffungspreises, kann ich natürlich ganz anders agieren. Stellen Sie sich mal vor und holen Sie sich in den Kopf Ihre letzte Strom- oder Ihre letzte Energierechnung und stellen Sie sich vor, alles, was Sie derzeit für Strom bezahlen, könnten Sie schon wieder einsparen und diese Mittel für etwas anderes verwenden. Stellen wir uns das Ganze im Verhältnis vor, wenn es einen bedingungslosen Grundbedarf, ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, was wäre möglich? Wir brauchen gar nicht mehr Geld aufzuwenden, um Energie zu erzeugen, weil nach der einmaligen Installation dieser Gerätschaften würde unsere Energie kostenfrei bis auf ein minimales Kostenrisiko, was natürlich im Verschleiß steckt, was natürlich in Dingen wie Wartung steckt, wie Überwachung dieser Systeme. Aber das wäre ein Bruchteil der Kosten, die wir heute für Energie aufwenden müssen. Und wenn Sie bedenken, was ein Kernkraftwerk kostet und welche Risiken es birgt, dann glaube ich, brauchen wir an dieser Stelle über Effizienz, über Sicherheit, über diese ganzen Thematiken nicht nachzudenken. Ich weiß nicht, ob so ein Magnetmotor irgendwann auseinanderfliegen kann. Vielleicht kann er das. Aber wenn wir ihn in den gleichen Raum stellen, wo heute unsere Heizkessel oder unsere Öltanks lagern, dann kann da ruhig einmal ein paar Fetzen gegen die Wand fliegen. Das wird niemand groß stören. Und wie gesagt, ich bin immer jemand, der von redundanten Systemen spricht. Das bedeutet, warum sollten wir alle Kraftwerke abreißen, wenn sie schon mal da stehen? Wenn so etwas vorkommt, kann man einen Schalter umlegen, schwupp, und kann dann eine öffentliche Energie nutzen, die dann natürlich auch sehr, sehr gut zur Verfügung stehen würde. Warum? Wenn nur noch ganz wenige Verbraucher dranhängen, ist immer genügend Energie vorhanden, um einen Ausfall von dem einen System durch das andere aufzufangen. Und dann gäbe es ja noch ganz andere Lösungen, was den Leitungsbau betrifft, wie man das Ganze lösen könnte. Da komme ich in einer anderen Sendung wieder auf Tesla zurück, der das schon gut gelöst hat. Wir gehen ganz kurz in die Werbeunterbrechung, dann schauen wir uns noch einige interessante Beiträge zum Thema Magnetmotor an und zu den Menschen, die es geschafft haben, das umzusetzen. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Und schon sind wir wieder zurück bei timetodo.ch bei unserem Thema freie Energie, heute das Thema Magnetmotor. Ich habe gesagt, ich möchte Ihnen noch einige Dinge zeigen. Unter anderem glauben die Menschen ja immer nicht, dass das schon frei verfügbar ist und dass es das gibt. Es gibt sogar fix und fertige Patente, die angemeldet und veröffentlicht sind. Und die Menschen, die diese Dinge entwickelt haben, stellen es den Menschen frei, das zu machen. Natürlich will der Erfinder etwas dafür haben, aber was spricht denn dagegen, wenn jemand eine tolle Sache erfunden hat, ihm zu sagen, an jedem Teil, was wir verkaufen, erhältst du einen Betrag XY. Das hat mit Profit nichts zu tun, das hat damit etwas zu tun, dass dieser Mensch, der viel gelernt, viel studiert und viel getüftelt hat, Kosten, Mühen und Zeit aufgewendet hat, dann dafür entlohnt wird, dass er so ein wunderbares System gebaut hat, was jeder von uns benutzen kann. Schauen Sie sich einmal das an. Wir schauen uns nur einen Ausschnitt an, denn wie gesagt, es ist etwas langatmig, aber dass Sie sehen, dass es das gibt. Viel Vergnügen.
dieses System aussieht in seiner perfektionierten Bauart in ganz moderner Weise. Es dreht sich, es bewegt sich und die einzige Energie ist die Energie des Magneten. Ich fahre das mal noch ein Stückchen nach vorne. Hier sehen wir es nochmal im Detail. Sie sehen innen die Bewegungen der Magnete, die gegeneinander laufen. Und das bringt den Motor zur Leistung. Ich möchte das hier einmal beenden. Das war eines der Systeme, was bereits patentiert ist, was bereits funktionsfähig ist und was wir morgen in jedem Haushalt nutzen könnten. Können Sie mir die Frage beantworten, warum es nicht getan wird? Vielleicht wissen Sie es, schreiben Sie mir dazu. Die E-Mail-Adresse von Time to Do wird immer auf dem Bauchbinder eingeblendet. Das sehen Sie dann hier unten. Und da ist es für mich wichtig. Kennen Sie jemanden, der über eine Maschine verfügt? Kennen Sie Leute, die Ihr System präsentieren wollen? Hören Menschen zu, die sich ebenfalls damit beschäftigen und etwas zu sagen haben? Da wir am 27. ein Time-to-Do-Freundestreffen machen, in dem Restaurant Element direkt über dem Studio hier, da sind 120 Plätze verfügbar. Melden Sie sich an unter redaktion@timetodo.ch. Haben Sie keine E-Mail, meine Telefonnummer wird auch eingeblendet, die 079-930-3076. Rufen Sie mich an, wir werden gerne Sie begrüßen bei diesem Treffen. Es sind 10 Special Guests da. Wer sind Special Guests? Das sind Menschen, die bereits in meiner Sendung waren. Die Frau Professor Lackmann, der Dr. Hecker, der Giorgio Benedetti mit dem Naturschallwandlersystem, Menschen, die das Thema mediale Fähigkeiten kennen, wie das Medium Terry, Menschen, die vom Thema Lichtheilung sagen, wie Anita Grock und andere. Ich werde in den nächsten 1-2 Tagen das Ganze auf meiner Homepage veröffentlichen und unter www.timetodo.ch können Sie das dort sehen. Diese Treffen möchte ich vielleicht alle 3 Monate machen, wo sich die Menschen direkt vor Ort, dann auch mit den Gästen, die in meinen Sendungen waren, treffen können. Sie werden kurze Referate halten, ihre Bücher, ihre Unterlagen präsentieren, ihnen Vorschläge machen, wo Sie Kontakt aufnehmen können. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Treffen und ein leckeres Menü für Fleischesser und Nicht-Fleischesser gibt es auch. Wie gesagt, in wenigen Tagen auf meiner Homepage und ab Freitag werde ich das in jeder Sendung noch einmal ankündigen. Ich würde mich freuen, wenn Sie zahlreich erscheinen würden. Das wird bestimmt ein toller Abend. Wir beginnen am Sonntag, den 27. um 16 Uhr. Und das Ganze geht dann bis 21 Uhr mit Ausklang 22 Uhr, dass jeder vor Mitternacht wieder zu Hause ist. Es würde mich sehr freuen, Sie, liebe Zuschauer, begrüßen zu dürfen. Ich habe den Nachteil, Sie sehen mich alle, ich kenne Sie leider nicht. Gerne würde ich Sie kennenlernen, wie zum Beispiel heute die Besucher des Dao-Yoga-Seminars, die ich alle persönlich kennenlernen durfte und einmal gesehen habe, wer meine Zuschauer sind. Es war eine große Freude und ich wünsche Ihnen auch morgen einen interessanten Seminartag. Ich möchte Ihnen noch einen Ausschnitt zeigen und zwar haben wir vorher gesprochen von Professor Schneider, ich mache mal da den Ton kurz aus, bis der Vorspann vorbei ist und dann blenden wir das ein. Der Dr. Adolf Schneider ist der Mann in der Schweiz, der viel für das Thema freie Energie und Raumenergie tut. Die Kollegen von Nuoviso haben einen tollen Film gemacht, wenn ihn die Regie einmal einblendet. Oh, sorry, Diplom-Ingenieur Adolf Schneider. Die gesamte Energie erhalten. Und bei einem offenen System ändert sich die gesamte Energie, wenn man einen Energiefluss hat von einer Stelle zu der anderen.
Und Professor Turtur hatte heute Morgen ja auch klar erklärt, wenn man nun das Vakuumfeld dazu nimmt, das heißt den gesamten Kosmos als System betrachtet, dann können da drin natürlich Energiewandlungen der verschiedensten Art passieren. Und dass sowas speziell bei sehr starken Magnetfeldern möglich sein kann, das hat Professor Turtur auch gesagt, so er stellt sich was bei 2 Tesla vor, diese Neodym-Magnete, die wir hier so haben, die erreichen in der Regel so 1,2 Tesla, also wir sind da schon ziemlich in der Nähe. Und da wir da so hohe Feldkonzentrationen haben und wenn wir das geschickt machen, können wir da einiges erreichen. Und das hatte eigentlich auch schon Professor Werner Heisenberg etwa um 1950 vermutet, als er sagte, ich denke, dass es möglich ist, den Magnetismus als Energiequelle zu nutzen. Aber wir Wissenschaftsidioten schaffen es nicht, das muss von Außenseitern kommen. Nun, das liegt vielleicht daran, das lag nicht unbedingt im Fokus von der Wissenschaft, so wenig wie im Fokus der Wissenschaft damals oder bisher die Vakuumfeldenergie oder die mögliche Nutzung derselben lag. Da müssen vielleicht halt doch Ingenieure ran und wir haben gesehen, dass sich da in den letzten Jahren ja einiges tut. Nun, der Astrophysiker Zwicky hat sich mal befasst mit der Totalität aller Energieumwandlungen und da gibt es auch viele Möglichkeiten, die zum Teil heute noch gar nicht so recht realisiert wurden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel das, was wir gerade angesprochen hatten, Thermoelektrizität, das also aus der Umgebungswärme und der Kraft-Weg-Integrale und Folgendes festgestellt. The ratio of net yield to pull force is 46 to 1 for the square magnets and 47 to 1 for the thin magnets. Und man kann das auch nachlesen im Internet. Nun, Feldunsymmetrie. Wir waren 1995 oder wann bei Professor Seibel im Kronberg in Taunus, der war früher ein Mitglied oder ziemlich aktives Mitglied bei der Deutschen Vereinigung für Schwerkraftfeldenergie. Noch fehlen und geplant war eigentlich, dass noch dieses Jahr irgendeine Demo organisiert wird, wo dann einerseits ein Demomotor gezeigt werden soll und seine neue Wasserstofftechnik. Da werde ich auch noch was kurz dazu sagen. Vielleicht noch was zu Magnetmotoren. Wir würden auch sagen, naja, also so ein Magnetmotor, so einfach wie das aussieht, das kann wohl nicht so recht funktionieren. Wir haben aber tatsächlich, und ich zeige jetzt keine Bilder bewusst, bei einem Erfinder vor einem Jahr am 4. Juli in der Nähe von Nürnberg einen Magnetmotor gesehen von einem Rotordurchmesser, also Außendurchmesser von vielleicht 50 Zentimeter Länge, etwa gleich 40 Zentimeter lang. Der hatte etwa 1980 Magnete, glaube ich, und zwar kleine, also ein bisschen größer als das, aber einfach vom Rotor waren, das war ein Rotor mit mehr immer schnellere Drehzahl bekommen. Da kann man das wieder ausklappen, dann geht er wieder zurück. Das heißt, das scheint offenbar wohl zu funktionieren zu haben, wie wir von verschiedenen Seiten gehört haben. Es gibt auch einige Leute, die versuchen, das nachzubauen. Und das scheint eben nicht ganz so einfach zu sein, weil man muss einerseits, weil das Schirmmaterial, das hier verwendet wird, kennen. Da hat also Mike Brady längere Jahre geforscht. Dann ich möchte Ihnen die Ausschnitte zeigen. Und da waren mir 2 Dinge wichtig. Erstens die Aussage 1950, das heißt vor mehr als 60 Jahren hat man schon gewusst, dass das möglich ist. Warum wurde in den letzten 60 Jahren das nicht dahin entwickelt, dass es für uns alle nutzbar ist? Warum berichten die Massenmedien nicht über dieses Thema Magnetmotoren, Magnetgeneratoren? Der zweite Punkt, der mir wichtig erscheint, haben Sie das Auto gesehen? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto, mit dem Sie nicht mehr an die Tankstelle fahren müssen. Wer wäre dann wohl traurig? Ich weiß, Sie nicht, aber vielleicht der eine oder andere Konzern, der heute Milliarden scheffelt, dabei unsere Umwelt verschmutzt und wir nicht nur der Gefahr laufen, dass bei der Förderung des Erdöls große Schäden entstehen. Nein, auch das, was aus allen Schornsteinen kommt, und das ist im Vergleich zu dem, was aus ihrem Auspuff kommt, verschwindend gering. Denn wenn wir die gesamte Kapazitäten sehen, und da geht es mir darum,
umweltfreundliche Technologien, preiswerte Technologien, für alle und überall nutzbare Technologien. Das soll das Ziel sein und das würde die Menschen wieder ein Stückchen freier machen. Jetzt muss ich mal schauen, wir haben nicht mehr allzu lange Zeit. Ich möchte Ihnen, ja, auf jeden Fall noch zwei Dinge zeigen, aber auch nur Ausschnitte. Das nicht, das können wir später. Also ich habe 8 oder 10 Ausschnitte aus der, ja, der ist interessant. Dieser Ausschnitt, wir gehen ein Stückchen nach vorne, ist aus dem amerikanischen Kontinent. Hier wurde schon vor Jahren, Sie sehen es da unten, 1900 und, wenn ich es richtig lesen kann, 80, Dezember 1980, ein Magnetmotor vorgestellt, ein Magnetmotor in sehr, ich gehe mal da wieder raus und mache den Ton aus, in sehr einfacher Bauweise. Und das Faszinierende daran ist, er wurde der Öffentlichkeit vorgestellt. Es war sehr faszinierend für die Menschen. Wir gehen auch noch mal nach vorne, wenn das Ding läuft. Und jetzt hören Sie sich das an. Das macht noch ein Riesengeratter. Mein Mikrofon wieder. Jetzt nehme ich mal da wieder den Ton raus. Was faszinierend ist, liebe Zuschauer, an dem Beitrag ist, ich gehe noch etwas weiter nach vorne. Und jetzt zeigt gleich der Erfinder, wo ist es, wo haben wir es, dass er unterschiedliche elektrische Geräte anschließt, wie eine Bohrmaschine und einen Staubsauger, und zeigt, wo ist der Ausschnitt jetzt? Da haben wir es. Hier hat er die Bohrmaschine, er hat sie angeschlossen, er bohrt in ein Brett ein Loch hinein, ein Stückchen weiter vorne benutzt er dann einen Staubsauger, um zu zeigen, dass so viel Spannung und so viel Leistung von diesem Motor erzeugt wird. Das ist natürlich ein Monster. Heute sind diese Dinge wesentlich effektiver und wesentlich besser zu nutzen. Wir verlassen auch diesen Beitrag wieder. Und wie gesagt, für mich einer der interessantesten kam aus Südkorea. Da hat man sich mit der Kraft beschäftigt und wenn Sie sich vorstellen, Magnetmotor mit 300 PS, das ist schon erheblich. So viel PS im Auto zu haben, dann wissen wir, was da an Vortrieb kommt. Und jetzt stellen Sie sich vor, ohne jemals eine Tankstelle gesehen zu haben. Dieser Motor wird ebenfalls durch eine Batterie gestartet, das kennen wir. Durch den Antrieb der Schwungscheibe vorne sind natürlich über Keilriemen Lichtmaschinen zu betreiben, Klimaanlagen und Ähnliches. Und das Auto hat auch noch einen ganz gewaltigen Vortrieb. Es geht hier nicht um das Auto, es geht hier um diesen Motor. Jetzt schaue ich mal, wo wir das haben. Jawohl, da haben wir es. Wir lassen mein Mikrofon an und machen hier den Ton weg, denn wie gesagt, ich schalte nur noch einmal dazu, wenn Sie sehen wollen, wie das ganze Ding dann, oder hören wollen, wie das ganze Ding dann rattert. Ich bin heute zu früh aufgestanden, um 7.30 Uhr, das war ein langer Tag und da fehlen mir am Abend manchmal die Worte. Ich glaube, ich muss in Zukunft etwas länger schlafen, liebe Zuschauer. Also, schauen wir an, jetzt steht der Motor. Das sind die Magnete auf der einen Seite, das sind die Magneten auf der anderen Seite. Sie erinnern sich vorher an das Patent, was wir gezeigt haben. Und jetzt beginnt das System zu laufen. Diese Magnete, man zeigt es gleich noch aus einer anderen Perspektive, werden über eine Nockenwelle hin und her bewegt. Und da sie sich unterschiedlich hin und her bewegen, auf der anderen Seite genauso, erfolgt dieser
Anziehungs- und Abstoßeffekt in einer natürlich ständig fortlaufenden, so, jetzt sind wir etwas näher dran, jetzt sehen Sie das besser, in einer ständig fortlaufenden Drehung, hinher, 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 das kennen wir alles, Nockenwelle und Kurbelwelle in unseren Motoren, die die Kolben rauf und runter bewegen. Und er hat das mit Magneten bestückt, dieser koreanische Erfinder. Jetzt schalten wir den Ton wieder vom Originalfilm dazu, dass Sie einmal hören können. Und ich gehe etwas nach vorne. Jetzt sehen Sie das aus einer anderen Perspektive. Und Sie sehen, je länger diese Maschine betrieben wird, desto lauter ist das Geräusch. Je schneller sie läuft, desto leiser wird das Geräusch. Und 300 PS, muss ich sagen, ist eine erstaunliche Leistung. Auch diesen Beitrag können Sie selbst nachschauen und er ist auch unter YouTube dann entsprechend beschrieben. Auf der anderen Seite sehen Sie jetzt die anderen Magnete, die da hin und her laufen. Natürlich müssen Sie sich vorstellen, das Ganze in einem Gehäuse drin. Das wird man natürlich nicht so ins Auto hineinsetzen. Und so könnten Autos angetrieben werden, ohne jegliche Problematik. Und ich glaube auch, eine Leistung von 300 PS erzeugt genügend Verbraucherenergie, die wir für die ganzen elektronischen Features, die wir heute in den Auto haben, benötigen. Ob das unsere Klimaanlage ist, Navigationssystem, Licht, Belüftung, Sitzheizung und was es da alles für Spielereien gibt. Wenn wir ein großes Auto fahren, passt auch vielleicht noch ein Kühlschrank hinein und dann gibt es sogar im Sommer gekühlte Getränke. Hier nochmal eine andere Ansicht. So, dann gehen wir aus dem Beitrag raus. Jetzt zeige ich Ihnen zum Schluss noch, wie sowas in Ihrem Keller aussehen könnte. Da lassen wir auch den Ton weg. Das ist ein Beitrag in Englisch, und zwar ein Self-Running Hybrid Magnetic Motor Generation. Schauen Sie sich das an. Da ist einfach auf der Vorderseite, ich muss jetzt mal den englischen Ton ausschalten, da ist einfach auf der Vorderseite eine Kurbel. Damit wird das System gestartet. Innen drin sind wieder die beiden Bereiche, die Magneten auf der Seite. Der Herr erklärt das gerade, und die Magneten auf der Innenseite, die laufen gegeneinander. So könnte ein System aussehen, was zu Hause in Ihrem Keller steht und für Elektrizität sorgt. Und wenn Sie alles abschalten wollen, halten Sie einfach den Motor an, fertig. Die Frage ist immer, die beantworten wir an anderer Stelle, wie kann ich mit diesen Systemen heizen? Dass Sie mir das auch glauben, hat mir gerade die Regie gesagt. Ich gehe noch einmal auf den Beitrag von eben, gehe nach unten und bitte die Regie, das noch einmal, aber ohne Ton einzublenden, das Bild. Und wenn Sie es lesen können, hier steht 300 Horsepower Motor from the Shenan Corporation in Korea. A motor that runs or only magnetics, it's clear. Das kann ich jetzt gerade nicht lesen, weil ich schon auf, wie auch immer. Das können Sie sich auch anschauen. Also keine Umweltverschmutzung, 300 PS Magnetmotor. Sie haben ihn eben gesehen. So, liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen. Es ist einfach möglich, diese Dinge zu nutzen. Und ich hoffe, es gibt genug Inspiration, es gibt genug mutige Menschen, es gibt Menschen, die vielleicht sagen, was spende ich mein Geld an irgendwelche Institutionen, wo ich nicht weiß vielleicht, wo es hingeht. Vielleicht gehe ich dahin, der Welt Energie zu bringen
Und stellen Sie sich vor, alle die Menschen, die jetzt aus Afrika sich auf den Weg machen nach Europa, weil sie sich hier eine goldene Zukunft versprechen, stellen Sie sich vor, die hätten solche Maschinen dort stehen, wo das Wasser aus Tiefen heraufgepumpt werden muss. Glauben Sie, dann würden die nicht lieber mit so einer Maschine, mit dem Wasser ihre Felder bestellen und ihr Vieh tränken und selbst Wasser zur Verfügung haben oder Maschinen antreiben, die ihnen die Herstellung von Produkten ermöglichen, die dort in Afrika oder wo auch immer, wo Energie nicht so verfügbar ist, dann die Möglichkeit geben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das wäre eine beste Investition, wenn Sie vor dem Fernseher sitzen und Ihr Gewissen anfängt, Tok-Tok zu machen, dann wäre es jetzt an der Zeit, sich mit mir in Verbindung zu setzen, denn das sind Projekte, die müssten umgesetzt werden. Und wie gesagt, wir brauchen da uns nicht zu beklagen und auch nicht in die vorderste Reihe zu stellen. Hier in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Europa, dort ist es uns immer noch möglich, Geld zu verdienen, in den Supermarkt zu gehen, einzukaufen und diese Dinge alle in einem zivilisierten und fortgeschrittenen System zu benutzen. An anderer Stelle dieser Welt nicht. Denken Sie darüber nach und überlegen Sie sich, wo Sie unterstützen können, dass es sinnvoll ist und dass vor allen Dingen die Menschen mit dem versorgt werden, was sie vor Ort brauchen, dann macht sich keiner auf, irgendwo anders hinzugehen. Und wenn die Menschen nicht in Abhängigkeiten geraten und in ihrer Freiheit leben können, dann sind sie friedlich und zufrieden. Und jetzt kommen wir vielleicht auch langsam auf den Gedanken, dass auch um Energie, um Öl, um andere Dinge Kriege geführt werden. Aber nicht, weil wir das wollen, sondern weil die Konzerne ihren Bestand sichern wollen und weil diese Konzerne nach wie vor großes Geld verdienen wollen, was dann wieder in Machtspielereien anderer Art eingesetzt wird. Ich hoffe, es hat Sie genauso fasziniert und interessiert, wie es das mich hat. Für mich ist das ein tolles Thema. Kaufen Sie sich das Sonderheft von Raum und Zeit. Einen schönen Abend und bis morgen. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.